So, guten Tag. Es ist wieder Gartenvlog-Zeit. Schon wieder. Schon wieder. Philipp ist am Schnibbeln. Hallo Philipp. Hallo. Hallo. Guck mal. Huhu. So, und Mu hat nämlich gerade hier das Hochbeet, ich sag mal, perfektioniert, würde ich es nennen. Yes. Oder? Ist es perfekt geworden? Guck's dir an. Es ist perfekt geworden. Wir gucken es uns gemeinsam an. Also wir haben tatsächlich nur einen Anlauf gebraucht. Hier, da, man sieht meinen Finger, da war so ein bisschen eine Lücke. Und dann hat der Herr Muranaka himself sozusagen hier diese Wand ein bisschen verschoben, um dann wieder hier diesen, oh, Achtung, diesen sweeten, kreisförmigen, ich zeig das mal, wie das hier so aussieht. Ja, diese perfekte Rundung abzurunden sozusagen. So würde ich das nennen. Die Rundung abzurunden. Die Rundung abzurunden. So, hier. Ist noch die letzte Fuhre hier. So, es werden die kleinen letzten Feinheiten werden hier noch von der Feinschliff angepasst sozusagen. Und dann würde ich sagen, ja, was würdest du sagen, Mu? Wir sind doch fast fertig. Es ist nicht mehr viel zu tun. Wir müssen. Nächstes Jahr sind wir machen durch. Jetzt. Nächstes Jahr sind wir dann irgendwann durch, genau. Also jetzt ist der Plan. Wir machen jetzt hier nochmal Erde so, dann da rein. Vorrangig auch in die Dingens, ne? Wie heißt es da? Pflanzringe, in die Pflanzringe hinein. Und dann kommt halt die nächste Ladung und dann wieder Erde und dann wieder die nächste Ladung. Oder wir machen auch vielleicht erst die Pflanzringe ganz hoch und dann machen wir die Erde rein. Ich weiß es noch nicht. Wir überlegen es spontan. Wir sind hier ja, ne? Das ist ein agiles Projekt, wenn ich das immer so sagen darf. Genau. Ja, alles klar. So, war's wieder, ne? Hat Spaß gemacht. Nochmal zurück zu Philipp. Wink mal, Philipp. Philipp winkt. Alles klar. So, letzte Worte von Mu. Nicht, doch, vielleicht. Sag mal. Bis zum nächsten Vlog. Tschüss.